Okay, wir gehen rüber zu Marius. Marius hat ein neues Experiment gemacht. Und zwar kann man in Virtual Reality leben. Das ist heute online gekommen. Und er hat mir schon ein bisschen was davon erzählt, von seinen Plänen, als er hier war. Er war ja letzte Woche, also das letzte Video von ihm war ja das mit auf Madeiras Experiment und so. Und jetzt hat er dieses Ding durchgezogen. Ich habe schon, als ich das gehört habe, als er mir davon erzählt hat, dachte ich schon, oh mein Gott, das wird krass. Ich bin mal gespannt, wie er es jetzt durchgezogen hat. Also manche von euch spielen das vielleicht regelmäßig, so Virtual Reality Games, so VR-Chat oder was auch immer, ne? Aber die meisten von euch, ich wette mit dir, die meisten von euch haben keine VR-Möglichkeit, also keine Oculus Rift, HTC Vive oder PlayStation VR oder so, weil ja, ich glaube, es ist noch nicht so in der, Gesellschaft so 100% angekommen, dass es so Standard ist. Ich kann euch sagen, wenn man da kurz drin ist in dieser VR-Geschichte, ist das schon so, dass du manchmal denkst, oh mein Gott, wie krass echt das sich anfühlt alles so. Aber wenn du da wirklich für eine längere Zeit drin lebst, ich glaube, dann verlierst du komplett, dein Gehirn verliert komplett den Bezug zur Realität. Ich bin gespannt. Let's go. Virtual Reality war noch nie so gut wie jetzt. Aber kann man schon darin leben? Wie schädlich ist VR dauerhaft für deine Augen? Oh, auch eine sehr interessante Sache. Was passiert, wenn man 48 Stunden am Stück in VR verbringt? Kann man 48 Stunden nur in VR ohne Pause, einfach die ganze Zeit schlafen in VR und wieder aufwachen in VR? In Virtual Reality leben. Hey Internet, was geht? Ich bin Marius and welcome back to this channel. Und bevor wir in Virtual Reality leben können, brauchen wir erstmal einen VR-Headset. Aber ich habe bisher VR-mäßig nur so VR-Achterbahn irgendwie gehabt und sonst so ganz kleine Test-Demos nur. Aber ich habe noch nie so wirklich länger... Was benutzt der? Bin ich mal gespannt. Am Stück. Es gibt jetzt eine neue HTC Vive. Ich glaube, die ist geil. Also bisher muss man sagen... Ist das die HTC Vive? Drückt jetzt gerade Akten. Ja, müsste sein, oder? Bin mir sicher. Das ist, glaube ich, die neue HTC Vive, die man so hochklappen kann jetzt. Ist das die neue? Nicht irgendwo aggressiv und ist vom Gewicht her, glaube ich, ganz okay. Das sind die Sensoren. Das hat das Geile an diesem VR. Und die hat auch so Kameras drin, dass man sich nicht so gefangen fühlt in der VR, sondern dass man durch die Kameras die richtige Welt sehen kann und so. Anstatt dass es mit Kameras quasi in den Raum ist, haben wir extra Sensoren, die messen, wo ich mich im Raum bewege. Das bedeutet, ich kann halt wirklich durch die Gegend laufen. Das ist das Ganze, glaube ich, nochmal krasser macht einfach. Das heißt, jeder dieser Sensoren hat einen Blickwinkel von knapp 150 Grad. Okay, ich tauche es das allererste Mal in VR ein. 3, 2, 1. Wow. Okay. Also mich muss das auf jeden Fall noch... Wow! Hä, hey, das fühlt sich ja absurd an, so rumzulaufen. Ich gehe mal draußen. Boah, das ist ja übel crazy. Und jetzt noch Sound. Oh, ich bin komplett lost. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Boah, das ist einfach geil. Also ohne Scheiß. Boah, hätte man auch ein richtig geiles Placement machen können mit der neuen HTC. Passend zum Release von der neuen HTC Vive hätte man auch ein richtig geiles Placement machen können. HTC Vive, ihr habt eure Chance verpasst. Ihr hättet einen richtig guten Kanal unterstützen können. HTC, schenkt mir einfach mal so noch ein bisschen was. Kuss. Es ist so angenehm aus. Also ich weiß nicht, wie es in der Tagung ist, aber... Ich sag mal so, man kann so viele coole Orte besuchen. Langweilig wird's auf jeden Fall nicht. Hawaii Beach. Oh, wuff, sheesh. Boah, sieht ja übel echt aus. Ist das Fotos? Alter, das sieht ja so damn real aus. Ich weiß nicht, wie das für euch überkommt, ne? Aber die Sachen hier in der Ferne, also das Wasser jetzt gekonnt ja nicht, aber so Sachen in der Ferne sehen ja so real aus. Ich sag's euch, wie es ist, dieser Hawaii-Strand im Headset hat sich so echt angefühlt, als wenn man wirklich da stehen würde. Vor allem mit den Sounds und so weiter und so fort. Krass, das ist krass, das ist krass. Dass es halt wirklich ein Schock war, als ich das Ding abgenommen habe. Boah! Ich war jetzt ungefähr so eine Dreiviertelstunde gerade mal drin. Oh mein Gott, jetzt ist er wieder in der Scheißwelt. Eben war er in der guten Welt, jetzt ist er wieder in der Scheißwelt. Nicht mal. Und das war jetzt ja schon mega der Schockmoment. Ach du Scheiße. Ey, aber man verliert komplett die Realität da drin. Ist absolut krass. Ja, nachdem ich das gar nicht sagen, in VR leben, könnte ich mir grundsätzlich vorstellen. Also lass uns das Ganze doch mal testen und zwar im allerersten Live-Experiment auf diesem Kanal. Ich werde am 14.02. um 14 Uhr live gehen, hier auf diesem Channel und zusammen mit euch dieses Experiment machen. Und zwar werde ich 48 Stunden am Stück... Ach, oh mein Gott, ist ja noch geiler. Er macht das Ganze wirklich als Livestream, dass man auch sehen kann, dass nichts gefaked ist. Oh mein Gott, ihr könnt 48 Stunden lang zugucken,
wie er wirklich live in dieser VR-Welt lebt. Und dann wird es zusammengestellt. Okay, das ist noch geiler. Okay, das ist noch geiler. Aber was ist in diesem Video? Wird in diesem Video dann so ein bisschen über VR informiert? Okay, das ist geil. Wann nochmal? Sag nochmal. 14.02. Also, in 5 Tagen geht's los. Und dann ist er für 2 komplette Tage. 2 komplette Tage und Nächte. Ist er... Streamt der, okay, das ist geil, das ist geil. Hier auf diesem Channel und zusammen mit euch dieses Experiment machen. Und zwar werde ich 48 Stunden am Stück mit dieser Virtual Reality Brille leben, ohne sie abzunehmen. Und das Ganze könnt ihr live verfolgen. Das ist also, wenn das Video hier online kommt, nächste Woche Freitag bis Sonntag, seid auf jeden Fall dabei. Wird Freitag, okay. Spannend. Ich habe quasi also 48 Stunden so nah ein Display im Gesicht hängen. Wie gesund das so für die Augen ist. Und da geht ein riesiges Danke an die Augenklinik am Neumarkt hier in Köln raus. Denn die unterstützen uns bei der ganzen Sache, um zu checken, was passiert überhaupt mit unserem Auge während der ganzen Geschichte. Das heißt, mit denen zusammen haben wir einige Tests gemacht. So viele Tests. Ich wusste gar nicht, dass man so viel mit dem Auge testen kann. Damit können wir sozusagen die Bestandteile vom Tränenfilm messen. Was verursacht? Ich glaube, er kotzt 100%. Was kann schlecht der Tränenfilm? Trockenes Auge. Trockenes Auge, ja. Ja. Mach den Kopf am besten ein bisschen zurück, dass du ganz entspannt guckst. Ich geh nur ans Unterlid, ja? Ich nehme das so ein bisschen runter. Und dann halte ich das hier an die Seite. Oh Gott, nee, da kann ich gar nicht hingucken. Oh, ich muss kurz die Augen zumachen. Ich glaube, wenn da jetzt irgendwas... Was macht der jetzt? Pieksen die da rein und machen Bluttest? Nee, ich kann da nicht hingucken. Da kann ich nicht hingucken. Da lag mein Wert bei 291, das ist alles noch im normalen Bereich. Hätte ich trockene Augen, läge der Wert bei zum Beispiel über 400. Das heißt, das war alles noch in Check. Und an der Stelle eine kleine Warnung. Falls ihr es nicht sehen könnt, wenn irgendwie Dinge ins Auge reingehen, dann schaut jetzt lieber weg. Nee, okay, ich muss wegschauen. Das kann ich wirklich nicht angucken. Okay, schau das bei Marius an. Nein, okay. Oh mein Gott, ich muss es überspringen. Das ist die Stelle, wo du am allerschärfsten siehst. Mhm. So, und wenn wir jetzt hier einmal so rumgehen, ne, kannst du hier durchklicken. Hier siehst du halt die komplette Schicht. Sollte sich also nach dem 48-Stunden-Live-Experiment irgendwann an meinen Augen geändert haben, sehen wir das auf jeden Fall. Jetzt kam nur noch der Break-Up-Time-Test. Das ist der Test, um zu sehen, wie die Aufreißzeit von meinem Tränenfilm ist. Und diese ganzen Tests machen wir natürlich nach dem ganzen Experiment nochmal, damit wir das Ganze vergleichen können. Jetzt habe ich erstmal mit Dr. Kermani gesprochen, was er so denkt, was die Gefahren bei diesem Experiment sein könnten. Ja gut, da gibt es jetzt viele Faktoren, an die man denken muss. Schauen wir einfach was an Lichtbelastung. Mhm. Da auf die Augen drauf geht. So erfahrungsgemäß hat Kunstlicht vom Bildschirm einen relativ hohen Blaulichtanteil, was jetzt erstmal nicht so ganz toll ist. Das ist nicht so gut für die Augen, ja. Dadurch kommt es zu einer Wechselwirkung. Ich habe an meiner Brille so einen Blaufilter drin. Das sieht man auch manchmal im Licht. Wenn er sich spiegelt, hat man so eine blaue Spiegelung in meiner Brille. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so sehen kann. Ich glaube jetzt eher nicht. Aber es liegt daran, dass meine Brille so dieses Blaue, das Blaue so ein bisschen ausfiltert. Meine Brille macht alles so ganz leicht etwas gelblicher. So wie dieser, beim Handy dieser Modus, Augenschonmodus, ne? Das ist so ein Blaufilter, heißt das. Ich keine Ahnung, wie man es nennt, ne? Also Blau, wie heißt das? Auf jeden Fall ist das extra, wenn du am Computer viel sitzt, das kannst du in deine Brille reinmachen, kostet ein bisschen mehr, aber schützt dann, soll deine Augen ein bisschen vor diesem Blaulicht schützen, ja? Mit den Eiweißen, die zur Replikation der Zellen verantwortlich sind. Und das könnte zu dauerhaft schädlichen Änderungen führen. Wir haben untersucht den Augendruck, ja, das wäre jetzt immer das Wort No-Go. Wenn wir jetzt sehen, nach 48 Stunden, dein Augendruck geht hoch, dann würde ich sagen, Finger weg, gefährlich. Ja. Ja. Außerdem sind unsere Augen ja sehr, sehr beweglich. Sie sind dafür gemacht, dauerhaft umherzuschauen. Wenn wir jetzt aber die ganze Zeit nur auf einen Bildschirm starren, ist es nicht so gesund. Und das stimmt. Normalerweise guckst du überall hin, also guckst deine Augen überall so hin, aber wenn du diesen Bildschirm direkt vor deinen Augen hast, dann sind deine Augen ja quasi wie fixiert und du denkst nur, du guckst irgendwo hin, also du guckst ja gar nicht mehr so richtig, du guckst ja eigentlich immer nur ins gleiche Display, bewegst nur auf deinen Kopf, aber deine Augen vielleicht nicht mehr so, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, 48 Stunden am Stück VR ist schon nicht so gut. Also wenn man es so ein paar Stunden macht oder mal so, was ist ja auch eine lange Session, ist nicht, aber 48 Stunden, glaube ich, könnte schon nicht so gut sein für die Augen. Dass meine Augenbewegung momentan normal ist, haben wir mit Lichtreflexen getestet und damit, dass ich diesem Q-Tip folgen musste mit meinem Blick und er musste quasi nur ein Q-Tip zu sehen sein, wenn er doppelt gesehen werden würde, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass meine Augenmuskeln schwach sind. Blickforderung von dem Gerät, der fordert dich ja auf, sozusagen in eine Richtung zu schauen und den Kopf zu bewegen und nicht so sehr die Augen. Aber nicht die Augen, ja. Eben. Und das ist unphysiologisch. Ja. Also so, dafür sind wir nicht gebaut. Und das in der Summe kann dazu führen, dass du wirklich trockene Augen, also Augenbeschwerden bekommst, dass die Augen wehtun. So Sandkorngefühl, also wie so als wie so eine Umklammerung fühlt sich das an. Und Kopfschmerzen. Oh. So, und wenn das irgendwann eintritt, dann würde ich auch abbrechen. Ja.
Das ist eine Ansage. Also wird es erstmal spannend, ob die 48 Stunden überhaupt möglich sind. Ja, aber dann frage ich mich jetzt, wie macht er es mit großem und kleinem Geschäft? Pisst er in einen Eimer und scheißt er in den Eimer rein? Weil so gesehen, wenn er auf Klo geht, hat er schon die 48 Stunden am Stück unterbrochen. Marius, da bin ich gespannt, ob du das wirklich 48 Stunden ohne Pause durchziehst. Weil das wird ja das Krasse sein, dass du wirklich nach 48 Stunden das erste Mal wieder das Ding abnimmst und dann sagst, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich will wieder zurück in die gute Welt. Erstmal bauen wir die Technik aber in mein Zimmer rüber. Hier unten ist der Rechner. Darauf rüber läuft jetzt dies. Geil, diese ganze Vorbereitung zu sehen. Aber ich will noch die Toilette sehen. HDMI-Kabel hier lang und geht dann hier vorne in Passis Zimmer rein. Und hier ist dann quasi der Fernseher, über dem Passi dann den ganzen Stream-Controller an. Das Einzige, was wir nicht wissen, ist, ob die Bluetooth-Tastatur durch die Wand funktioniert. Und ja, easy. Geil. So, dann wird es jetzt Zeit, mein Zuhause einzurichten. Dazu haben wir erstmal hier diesen Raum vermessen, damit ich wirklich in Virtuality zum Beispiel auch diese Couch hier benutzen kann. Das heißt, ich kann mich in VR hinsetzen, wo ich... Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Das wusste ich gar nicht. VR die Couch steht und dann ist auch wirklich die echte Couch an der richtigen Stelle. Oh geil, dann ist es so vom Gefühl her, als würdest du dich auf eine Couch setzen. Geil. Wie geil wäre das denn? Oh, das passt gut. Von der Höhe fühlt sich jetzt auch nicht... Ah, das ist ja crazy. Ja, und was essen muss ich ja zum Beispiel auch noch. Wie machen wir das denn? Denn ich kann das Essen ja nicht sehen. Ich nehme den Essteller und, das ist was runtergefallen. Okay, hier ist mein Essteller. Genau, hier. Jetzt da kannst du mein Essen hinstellen, ich finde das. So, mein Glas steht hier. Da. Nein. Das ist, glaube ich, kein Glas. Ja, du bist ein Stück zu hoch einfach nur. Geh mal ein Stück tiefer mit der Hand. Das. Ah. Ja, das ist genau da, wo es sein soll. Und hier müsste mein Essen sein. Ja, ist richtig. Krass! Jetzt gehe ich hier zu meiner Couch. Ich setze mich ja ganz selbstbewusst hin. Ah. Ah, das ist krass, dass das so funktioniert. Geil. Jetzt weiß ich noch fest, weil ich schlafe natürlich auch während der 48 Stunden. Dann werde ich irgendwie so mit der Brille schlafen. Ja, was machen wir denn überhaupt während der ganzen 48 Stunden? Das, was man im normalen Leben auch macht. Wir unternehmen witzige... Ich hab die Kamera verdeckt. Sorry, ich hab die Kamera verdeckt. Sorry. Soll mein Essen sein? Ja, ist richtig. Krass! So sah es aus, dass man noch gesehen, wo er hingefasst hat. Sorry, ich hab grad nicht drauf geachtet. Tut mir leid, Leute. Oh, ich setz mich ja ganz selbstbewusst hin. Ah. Ah, das ist krass, dass das so funktioniert. Geil. Jetzt weiß ich noch fest, weil ich schlafe natürlich auch während der 48 Stunden. Dann werde ich irgendwie so, mit der Brille schlafen. Ja, was machen wir denn überhaupt während der ganzen 48 Stunden? Das, was man im normalen Leben auch macht. Wir unternehmen witzige Dinge, spielen Games, gehen vielleicht mal irgendwie in eine Bar oder sowas, schauen uns zusammen irgendwelche Videos an, treffen uns in Virtuality mit Freunden. Das heißt, es gibt vielleicht auch die ein oder anderen Gäste und viel, viel mehr. Natürlich könnt ihr dann auch im Stream fleißig mitbestimmen. Okay, wenn er jetzt in VR-Chat geht, wird das komplett lustig. Was ich spielen, machen oder tun soll, bitte Leute, keine Horror-Games. Ich bin so ein krass... Okay, ein Horror-Game muss auf jeden Fall auch sein. Krasser Schisser. Das heißt, wir sehen uns nächste Woche Freitag hier um 14 Uhr live. Das allererste Live-Experiment. Ich habe so unfassbar Bock. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Aktiviert die Glocke. Ich weiß, ich sag das nie, aber ich würde mich so freuen, wenn viele von euch dabei sind. Hier geht's auch zu einem... Das wird geil. Und wir sehen uns, ey, nächste Woche. Das wird einfach nur krass. Okay, das wird wirklich geil. Leute, checkt Marius aus, abonniert ihn, dann verpasst es nicht. Am 14. geht's los mit seinem Live-Experiment. 48 Stunden live am Stück. Wird geil. Ich hab Bock. Hey, Leute, checkt ihn aus. Grüß raus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.